Ho, ho, ho! Nein, hier ist nicht der Weihnachtsmann, auch wenn es so aussieht. Hier ist euer Nutoka aufs Brot wieder. Und es geht weiter mit dem Starbound Let's Play. In der letzten Folge haben wir ein bisschen im Planeten erforscht und hatten eigentlich gehofft, also ich zumindest, dass wir Bomben oder irgendwie sowas finden, um das Pinguin-UFO zum zweiten Mal quasi zu erlegen, weil er durch den letzten Patch alles wieder zurückgesetzt wurde. Aber wir haben leider keine Bomben gefunden. Also müssen wir jetzt das Ganze ohne Bomben versuchen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier in der Umgebung, weil ich halt hier kämpfen will, damit ich mich, wenn ich sterbe, direkt hin teleportieren kann, werde ich mal die Wege halbwegs frei machen und ebenfalls auch die Lavapfützen zuschütten, damit ich nicht im Eifer des Gefechts einfach da reintrete. So. Das sollte von der Tiefe eigentlich reichen. Da ebenfalls. Ja, machen wir noch ein bisschen mehr. Dann können wir uns vielleicht hier noch irgendwie einen Schutz oben drüber bauen. Einfach hier so und so. Zack. Hui. In der Hoffnung, dass das UFO ein bisschen aufhält. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Oh. So. Und dann... Sieht jetzt zwar ein bisschen wüst aus, das da, aber... ja, ich bin mal ganz optimistisch, dass das irgendwie funktioniert. Und dann aktivieren wir das Ganze. Und wie in der... jetzt lasst mich überlegen... 5., 6., 7. Folge so rum auch sehen könnt... Ja, der möchte jetzt natürlich nicht, weil da was anderes drüber ist. Kommt danach auf jeden Fall Besuch. So, das hat gereicht. Dann... Versuchen wir mal unser Glück. Okay. Gehen wir noch ein bisschen runter, damit das UFO uns hinterherkommt. Jawohl, noch ein Treffer. Weiß zwar nicht genau, wie man ein Raumschiff vergiften kann, aber okay. Soll mir recht sein. Oh. Wow. Und das war's doch, oder? Jawohl. Oh. Da ist der geschmolzene Kern, auf den wir es abgesehen hatten. Zack. Dann machen wir jetzt mal dieses seltsame Gebilde hier auch wieder weg. Das sieht ja echt ziemlich grausam aus. Der Planet soll ja schön bleiben. So. Ist der freundlich? Nein. So, 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 so. Noch hier hinten das bisschen abbauen. Alles klar, dann wäre es wieder wie vorher. Die Lavapfützen und die können wir ruhig zulassen. Und dann könnten wir eigentlich
Da ist die Frage, ob es sinnvoll ist, hier in der Gegend jetzt ein Haus aufzubauen. Oder drüben. Da man ja immer noch nicht den Spawnpunkt, also den Teleportpunkt verändern kann. Obwohl es, wenn ich mich nicht ganz täusche, in den Patch-Updates eigentlich angepriesen wurde. Das sollte eigentlich kein Problem sein, wenn wir von Planet zu Planet reisen können, uns unser Raumschiff quasi über unserem Haus zu parken. Das ist ja jetzt eigentlich kein Unding. So. Einmal. Okay. Dann machen wir jetzt mal zum einen hier ein bisschen Landwirtschaft. Weil wenn uns das Essen ausgeht, das wäre natürlich auch nicht so prickelnd. Bananen. Bananen gehen immer. Hatte ich nicht auch irgendwo Chilisamen? Anscheinend nicht. Mir war so, als hätte ich mal welche gefunden. Naja, egal. Da reicht ja mal für den Anfang. Und habe ich die Chilisamen hier drin. Korn. Bone Boo Seed. Eine gute Calciumquelle. Nun gut, dann stellen wir uns jetzt mal diese Metal Workstation her. Da brauchen wir noch einen Amboss für. Da können wir eigentlich auch den Amboss hier oben benutzen. Ja, den bauen wir schnell ab. Zack. Da ist die Metal Workstation. Alles klar. Sieht auch von der Optik eigentlich dem Amboss recht ähnlich. Stellen wir den wieder hier drauf. Na, so rum. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Dreck können wir mal nochmal aus dem Inventar rausholen. Und schauen wir mal nochmal hier rein, was es da jetzt Neues gibt. Also das brauchen wir nicht. Den können wir noch nicht herstellen. Den haben wir, meine ich, schon. Jawohl. Stahlbarren. Ja, da kann ich einen Villager spawnen, aber ob das so viel Sinn macht. Vor allem, wenn er direkt wieder getötet wird. Brain Extractor haben wir auch schon. Artificial Brain brauchen wir im Moment noch nicht. Da müssen wir erst die restlichen Teile vom Roboter zusammen haben. Was haben wir hier? Don't be caught dead without this needs wireless helmet. Okay. Das wurde anscheinend neu freigeschaltet, dadurch, dass ich diese gehärtete Monsterplatte gefunden habe. Genauso wie das hier. Es gibt nämlich jetzt auch Planeten, die keine Atmosphäre haben, also die, wo quasi kein Sauerstoff drauf ist. Und darüber wird es dann wahrscheinlich diese, also für auf dem Planeten zu laufen, brauchen wir dann wahrscheinlich diese Helme. Aber ich würde sagen, wir stellen jetzt mal noch ein paar Stahlbarren her, damit wir uns unsere Stahlrüstung herstellen können. Wo haben wir die denn jetzt? Ich habe es doch eben schon gesehen. Silver. Da, Scouts. Scout-Rüstung. 12, 20 und 35. Oh, da haben wir gar nicht genug Pixel. Das ist schade. Ich
quasi nur für die zwei, also für Helm und für Hosen hätte ich genug. Aber für den Rest noch nicht. Naja, gut. Helm und Hose. Stellen wir uns aber trotzdem jetzt her. Einmal. So. Zack. Ach, den hat er schon an. Oh, sieht auch ziemlich abgefahren aus. Okay, also für die Rüstung zu komplettieren bräuchten wir jetzt also Geld, was wir eben clever, wie wir sind, ausgegeben haben. Ist aber kein Problem. Dann machen wir uns noch hier diesen Garnspinner. Puh, wie heißt das Ding auf Deutsch? Schwer zu sagen. Mir fällt es gerade nicht ein. Nennt man es einfach nur Spindel. Und hier brauchen wir jetzt auch Leder. Sieh an, sieh an. For when the planets give you a cold shoulder. Also der hat ziemlich gute Werte, was Wärmeisolierung angeht. Da könnte ich quasi mit dem recht gut... wie heißt es, ziemlich gut auf Eisplaneten dann unterwegs sein. Okay. Aber momentan bin ich noch ein bisschen in weihnachtlicher Stimmung, da bleibt auf jeden Fall noch die Weihnachtsrüstung an. Oder Weihnachtsrüstung. Rüstung ist wohl das falsche Wort. Mein Nikolausanzug. Dann müssen wir jetzt ein bisschen... Pixel zusammensuchen. Aber was vielleicht... Oh, da in der Lava liegt noch ein Pixel. Kriege ich das so? Nee. Wäre vielleicht mal besser, wenn wir vom Teleportationspunkt in die andere Richtung gehen. Weil da waren wir ja noch gar nicht. Und die zwei Sachen hole ich auch mit. Die werden gleich noch ins Haus gestellt. Warp to Planet. Und dann gehen wir einfach mal links rüber. Mal schauen, was wir da finden. Habe ich ja schon zugebaut. Der ist freundlich. Aber wird trotzdem gekillt. Weil ich Geld brauche. Haha. Du Idiot. Auch tot, aber es gibt leider kein Geld. Das ist ja schade. So, was mit dir? So, der ist auch kaputt. Da müssen wir uns mal noch ein bisschen mit... So, was holen wir? Was holen wir? Was holen wir? Einfach Dirt Block. Das brauchen wir momentan nicht. Dann müssen wir uns mal hier durchbauen. Ui. Aufpassen. Achtung, heiß. Da ist schon wieder so ein Ding. Und ich meine damit nicht das Monster. Sondern ich meine damit das. Welche Farbe hat das Ganze, wenn man stirbt? Grün? War es grün? Ich weiß es nicht. Ich glaube eben war es grau. Uiuiui. Feuer spucken ist unfair. Das kann ich nämlich nicht. Ja Leute, ich brauche Pixel.
Ich brauche Pixel. Gibt da sonst, glaube ich, auch keine andere Möglichkeit, um an Pixel ranzukommen. Außer mit der Refinery, dass man dann ja, Erze umwandelt in Geld, aber ja, wäre vielleicht noch eine Idee. Auf jeden Fall wäre es sinnvoller als zu sterben. Verlieren auch gar keine Pixel. Also fast keine. Na supi. Ja, vielleicht wirklich besser, eine Refinery zu bauen und da ein paar Erze einzuschmelzen. Damit wir uns die Rüstung komplettieren können und dann... Diese Mistviecher. Oh nein! Oh, das waren eindeutig zu viele. Okay, gleich habe ich gar kein Gold mehr oder Pixel. Bin eigentlich mit dem Vorsatz losgezogen, um Gold zu verdienen und kam mit noch weniger zurück. Das ist ja super. Läuft, ne? Ich will auch nur nach Hause. Ich bin Flash, der rote Blitz. Nein, nicht schlafen, Tür zu machen. So. Das heißt natürlich hier auch nicht viel Platz, um diese Refinery hier hinzustellen. Gucken wir erstmal, ob wir die bauen können oder was uns dazu noch fehlt. Ich glaube, das war hier oben. In the Metal Workstation. Na, wo ist sie denn? So, da sind Waffen. Da ist nix. Da auch nicht. Hä? Was doch hier? Warum finde ich denn das Ding jetzt nicht? Weil die sind noch gar nicht fertig. Doch, die sind fertig. Banana. Direkt neue Pflanzen. Oh, hab sogar eine dazu gewonnen. Sehr gut. Willst du mich veräppeln? Na, ich kann ja auch suchen. Refinery, da ist sie doch. Ah, da brauche ich jetzt natürlich auch noch Pixel. Supi. Eben hätte ich genug gehabt, bevor ich gestorben bin. Ja, da würde ich sagen, für heute haben wir wieder die 20 Minuten Starbound voll. Dann verabschiede ich mich hier von meiner Seite. Bin natürlich wie immer mal froh, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ansonsten
Bewertungen, Verbesserungsvorschläge bin ich immer für offen, wisst ihr ja. Und ja, wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Ciao, macht's gut. Tschüssi.